Wir stehen noch ganz am Beginn der Fastenzeit. Da geht es ja in erster Linie nicht um das Abnehmen überflüssiger Funde oder das Einhalten einer Diät, damit wir unserer Traumfigur näher kommen. Jesus will, dass wir uns mit ihm selber auf Ostern vorbereiten. Daher nennen wir Christen die 40 Tage bis Ostern auch österliche Bußzeit. Es geht also um eine gute, optimale Vorbereitung auf Ostern. Empfohlen werden hierfür das Fasten, das Gebet und das Almosengeben. Wir werden also aufgerufen, in den kommenden Wochen bis Ostern unseren gewohnten Alltag zu unterbrechen. Raus aus den altvertrauten Bahnen und rein in eine neue Umlaufbahn, die uns Gott näher bringt. Raus aus unseren Alltagssorgen, aus unseren Ängsten, aus all unseren Fehlern und Unzulässigkeiten und rein in ein bewussteres, neues Leben. Der bewusste Verzicht oder eine großzügige Unterstützung Bedürftiger sind hier immer gute Möglichkeiten. Ich möchte Ihnen heute aber ganz besonders das Gebet ans Herz legen, denn gerade der Austausch mit Gott, das Gespräch mit unserem himmlischen Vater, das bringt uns immer dem Himmel näher. Ich starte zum Beispiel jeden Tag mit diesem Gebet hier in der Kapelle des Bischofshauses. Zum Beten braucht es aber kein Gotteshaus mit einer harten Kniebank. Sie können das Zwiegespräch mit Gott überall aufnehmen, ob im Stau auf der Autobahn oder in der Schlange vor der Supermarktkasse. Nur sollte es möglichst regelmäßig sein. Das ist wie bei einem guten Trainingsplan. Die jetzt begonnene österliche Bußzeit, die könnte doch einen guten Versuch wert sein, Gott wieder näher zu kommen. Versuchen Sie es einfach mal. Ich bin mir ganz sicher, Gott hat für jeden ein offenes Ohr. Er ist immer für uns da. Ihr Rainer Wölki, Erzbischof von Köln.